Der IHC Olten auf Radio Insight. Silvan Wiese, weiterer Heimsieg für den IHC Olten. Man bleibt auf heimischem Eisen. Weiterhin ungeschlagen heute 15-0 gegen IHC Winterthur. Ob schon, Hand aufs Herz, der Match war nicht gerade unbedingt der beste von dieser Saison vom IHC Olten. Vor allem das erste Drittel. Ja, ist ein bisschen schwierig gewesen. Die erste Pause ist ein bisschen laut geworden in der Garderobe vom Trainer. Das erste Drittel war definitiv nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben viel vorgenommen für den Match. Wir haben wirklich nur auf uns geschaut. Nein, die Garderobe eigentlich nicht unbedingt geschaut. Wir haben das analysiert und haben wirklich in den Spiegel geschaut und sagen, es ist nicht gut gewesen. Wir müssen es ändern und haben es dann über zwei Drittel, glaube ich, nachher wirklich noch gut umgesetzt. Aber heute ist sicher unsere beste Leistung gewesen. Wie geht es das, dass man sich eigentlich einen Gameplan zweglegt und dann über 20 Minuten wahrscheinlich nicht viel von dem, was man sich vornimmt, passiert? Wie kann man sich das erklären? Wie passiert das? Ja, nein, definitiv haben wir glaube ich, nichts umgesetzt, was wir uns vornehmen in den ersten 20 Minuten. Es hat viele Faktoren. Ich glaube, wenn das eine Mannschaft wüsste, dann würde das nicht mehr passieren. Ich kann es schwierig zu sagen. Ja, vielleicht der Gegner ein bisschen unterschätzt. Oder sie waren gut eingestellt auf uns. Und wir haben wirklich unseren Gameplan gar nicht durchgezogen. Aber doch nachher gut zurückgekommen. Dann plötzlich ist es 1-0 gefallen. Und dann ist es eigentlich wieder verlaufen, wie gewohnt bei mir. Die haben immer so ein das Gefühl, bis das erste Goal da ist. Und dann läuft die Maschinerie wieder. Der hat nachher auch plötzlich wieder ganz anders Eishockey gespielt. Ist das vielleicht heute auch so ein bisschen der Gamechanger gesehen? Nach dem Goal ist es nachher wieder gelaufen für euch? Ja, definitiv. Ich glaube, wir sind gut aus der Pause gekommen. Im zweiten Drittel haben wir Dampf gemacht. Und das Goal hat uns sicher geholfen. Ja. Der IHC Olten auf Radio Insight.